Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Buddy. Ich habe euch heute eine Gaming-Maus mitgebracht und zwar aus dem Hause LC Power, die LCM900B, wo die mich positiv überrascht hat, wo sie aber auch negative Spuren hinterlassen hat. Das nach dem Intro. Vor dem Intro habe ich ja schon gesagt, dass die Maus auch negative Spuren hinterlassen hat. Schauen wir uns aber erstmal, bevor ich zu den ganzen Punkten komme, den Lieferumfang an. Neben der Maus selbst haben wir im Mausgehäuse eingebettet noch den USB-Dongle fürs 2,4 GHz Netz, so dass ihr die Maus wireless nutzen könnt. Zum Laden habt ihr ein 1,70 Meter langes schwarz textil ummanteltes Kabel, das ihr natürlich auch dran lassen könnt und sie direkt kabelgebunden nutzen könnt, und die Gebrauchsanleitung. Wenn wir den Lieferumfang uns angeschaut haben, hüpfen wir auch gleich zum Thema Haptik und Optik. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben eine symmetrisch geformte Maus mit insgesamt 6 Tasten, 2 Fingertasten, das Mausrad, was wir als Taste nutzen können, die 2 Daumentasten und auch den DPI-Switch. Auf der Unterseite haben wir natürlich den Power-Knopf, sprich zum Einschalten, einmal mit und ohne Beleuchtung und den Switch für unsere Pulling Rate. Was die Verarbeitung angeht, für einen Preis von rund 35 Euro plus minus, sind wir hier wirklich bei einer Maus, die sehr gut verarbeitet ist. Wir haben hier kein Knarzen, wir haben hier kein Knacken, kein Quietschen, kein Nichts, was öfters mal der Fall ist bei relativ günstigen Mäusen mit der Ausstattung. Optisch gesehen bietet uns die LCM900B sogar noch ein bisschen RGB. Die ist aber nicht einstellbar, da die Maus nicht mit einer Software geliefert wird, sondern komplett einfach Plug and Play funktioniert. Entweder ihr habt die Beleuchtung an mit einem Rainbow-Effekt oder ihr habt die Beleuchtung aus. Die einzigen Farben, die sie noch anzeigt, ist, wenn ihr die DPI switcht und hier dementsprechend einfach nur als Indikator angezeigt wird, in welchem DPI-Bereich ihr euch bewegt. Wenn wir bei der Form noch sind, größenordnungstechnisch haben wir hier 127 mm in der Länge, 65 mm in der Breite und 43 mm in der Höhe. Für Leute mit kleinen bis mittelgroßen Händen würde ich sagen, ist die Maus wirklich bestens geeignet. Alles, was große Hände hat, sollten die Finger davon lassen, denn das führt eher zu Krämpfen als zu einem entspannten Zockabend. Und das nächste, wo mich so ein bisschen gestört hatte, das ist aber auch wirklich nur eine Kleinigkeit, leider Gottes betrifft es nicht LC Power, sondern mittlerweile super viele Hersteller, ist einfach bei der Shape, da sie schon symmetrisch ist, warum in Gottes Namen? Und ich frage jetzt mal alle und ich kriege vielleicht eine Antwort, vielleicht auch nicht. Warum gibt es auf der Linkshänderseite keine Daumentasten, wenn es Hersteller gegeben hat, die schon vor Jahren es hingekriegt haben, auf beiden Seiten, Links- wie Rechtshänder, Daumentasten zu packen? Und das Ding ist sogar noch kabelgebunden und hat ebenfalls keine Software, genauso wie die LCM900B. Hier war es dann in der Form zu switchen, indem man gesagt hat, okay, man drückt die Taste, während man den USB-Stecker einsteckt, auf welcher Seite man sein möchte und gut ist. Fehlt hier, finde ich schade, man beschnibbelt irgendwie die Linkshänder, was ich ein bisschen traurig finde. Schauen wir uns nun erstmal technische Ausstattungsmerkmale auf der Außenseite an. Wir haben hier insgesamt 6 Tasten, die 2 Fingertasten, wir haben das Mausrad, das ebenfalls als Taste fungieren kann und auch leicht gerastert ist, zudem die Daumentasten und den DPI-Switch. Auf der Unterseite, wie gesagt, den Switch für die Polling Rate und den Ein- und Ausschalter. Kommen wir nun zu den inneren Werten und dann auch dementsprechend gleich zu dem größten Manko, was ich gesehen habe und mir gedacht habe, das kann eigentlich leider gar nicht sein. Zumindest nicht, wenn man sagt, ich habe eine Gaming-Maus auf den Markt gebracht. Sensorseitig haben wir hier einen Pixart-Sensor, den PAW3370. Ein optischer Sensor eher aus dem Mittelklassebereich, aber trotz allem, wie wir es gewohnt sind von Pixart, eine hervorragende Verarbeitung und Qualität. Sensorseitig abtasten, hervorragend. Ich habe relativ geringes Jittering und alles, was dazugehört. Auch die Genauigkeit finde ich vollkommen ausreichend und ist, wie gesagt, für eine Maus für 35 Euro wireless-seitig mit RGB-Beleuchtung nicht verkehrt. Aber wir haben, da wir keine Software haben, vorprogrammierte DPI-Steps. Und die sind das, wo ich sagen muss, ich würde sie am liebsten wegwerfen. Zumindest aus meiner Sicht und für meine Bedürfnisse. Wir haben hier vorprogrammierte DPI-Steps, die erst bei 1000 DPI anfangen. Und jeder, der Ego-Shooter oder First-Person-Shooter generell spielt, weiß ganz genau, dass er meistens, und das sind die meisten, wirklich
die allermeisten, die als Low-Sense durch die Gegend laufen. Kaum einer wird irgendwie mit 800 bis 1000 DPI spielen. Das sind schon relativ wenige. Die meisten spielen mit deutlich weniger DPI. Und dann fällt die Maus für diese Leute komplett raus. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier mit dem 400 mAh Akku knapp 20 Stunden zocken kann, weil ich hier eh nicht großartig viel habe, außer Abtastrate und ein bisschen Beleuchtung, dann würde ich mich darüber freuen, so eine Maus nutzen zu können, wo ich nicht ständig laden muss, aber mir die dann leider Gottes den Spielspaß nimmt, weil sie einfach nicht meinen DPI-Ansprüchen genügt. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe lieber eine Low-Sense-Maus und pack sie nach oben über die Ingame-Einstellung, als dass ich eine Maus habe, die quasi mir vorgibt, hey, du musst mindestens mal 1000 DPI nutzen und dann kannst du runterregeln. Es ist ein kompletter Unterschied, was das Gaming angeht. Lieber für mich aus meiner Sicht gesehen 400 DPI, 800 DPI angefangen, so wie es bei den meisten Mäusen grundlegend in der Default-Einstellung ist, aber bitte nicht mit 1000. Ich hätte von den Einstellungen die 19.000 DPI, mit der der Sensor maximal auflösen kann, weggelassen, hätte dann hier stattdessen lieber 400 gemacht und hätte auch gegebenenfalls die 6.000 DPI weggelassen und hätte da lieber 800 DPI draus gemacht und dann hätte dann eine Abstufung von 400, 800, 1600 und 3200 und nicht schon mit 1000 angefangen. Das war das Schlusswort zu der LCM900B. Für meine Belange und für meine Bedürfnisse leider aufgrund der DPI-Einstellungen nichts. Für jeden anderen, den das nicht unbedingt stört, eine meines Erachtens sehr gut verarbeitete, auch günstige Gaming-Maus, ohne Kabel nutzbar, sprich wireless, relativ leicht, obwohl komplett geschlossenes Gehäuse. Klar gibt es noch leichtere Mäuse, aber trotz allem, da sie wireless ist und mit einem Akku daherkommt, trotzdem sehr, sehr leicht. Ja, das soll es wie gesagt zur LCM900B von LC Power gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Drückt auch den Abo-Button und beim Abo-Button die Glocke nicht vergessen, weil dann bekommt ihr auch immer wieder die neuesten Videos mit. Ansonsten guckt auch gerne mal auf meinen alten Videos vorbei, lasst da mal ein paar Likes oder sonst irgendwas da, schaut sie euch an, genießt es. Auch die Wasserkühlungsvideos, jeder der da Bock drauf hat, hat bei mir genügend, was er sehen kann. Ansonsten auch gerne auf meinen anderen Profilen vorbei, ob es Instagram, TikTok oder Facebook ist. Ansonsten von meiner Seite her, wie immer und wie gewohnt, alle tschö. Und bis zum nächsten Mal.